Was wir an Ark so faszinierend finden, dass die schlechte Performance. Ja, unbedingt die schlechte Performance. Was auch sonst. Es sind diverse Sachen. Also die Dinos selber, ja, klar, logisch. Das Bausystem auch, natürlich. Aber was ich halt zum Beispiel auch echt cool finde, ist auch die Dino-Babys. Oh ja. Faszinierend. Dino-Babys sind hiermit das Faszinierendste an dem Spiel. Und irgendwann sollen ja auch noch die Unterwassertiere Babys bekommen können. Ja, das ist jetzt schon seit Monaten in Planung. Aber hatte nicht Clemens letztens gesagt, dass das auch wieder... Ja, angeblich, ja. Möglicherweise, ne? Und so. Das stand doch damals ungefähr 5-mal nacheinander in den Patch-Notes für die kommenden Patches und dann waren es doch wieder rausgestrichen. So, Aska. Hätte ja sein können. Aska, ich muss mal kurz den Sattel abnehmen. Darfst dich mal frei bewegen. Aska ohne Zaumzeug. Ob das gut geht. Wer weiß, wer weiß. Ja, und danke fürs Folgen, Fipso. Oder Fips of Trons, wie auch immer. Fipso klingt eigentlich viel lustiger. Ja, Clemens erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ne, Clemens? Clemens glaubt ja auch immer noch daran, dass sie immer alles das reinbringen, was sofort angekündigt wurde. Clemens ist ein Optimist, was das angeht. Ach, gehen wir lieber da lang. Das hat nichts mit Optimismus zu tun. Ich würde eher sagen Naivling. Oh, Naivling. Zu glauben, dass immer genau das in den Patches kommt, was auch angekündigt wurde. Das hat noch nie funktioniert. Noch nicht ein einziges Mal. So ungefähr so verlässlich wie der Release-Termin. Muss man einfach mal sagen. Ah, schön. Tja, keine Ahnung, wann Ark jemals released wird. Also so richtig, richtig, richtig. Nicht nur jetzt für die Playsy. Was macht denn der Andi hier? Die Notlösung. Sag mal, Andi, du solltest mehr Sonnencreme verwenden. Das geht so nicht. Ach, Herzchen. Oh. Andi mag dich. Andi. Das ist aber schön. Liebe unter Männern, ne? Wahre Liebe gibt's nur unter Männern. So heißt das doch. Korrekt. So. So, kleine Maus. Ein bisschen was musst du noch runterhungern, dann kannst du dein letztes Kippel essen und dann gehörst du uns. Dann gehörst du uns. Bis zum nächsten Terrazino. Ja, hm. So. Siehst du, Tino ist auch schon ganz neidisch. Ja, ich glaube auch. Weil der Andi mir Herzchen zugeworfen hat. Ja, Performance-Update und Verbesserung. Witz der Entwickler. Ja, also ich hoffe, dass das irgendwann wirklich noch kommt mit einem Performance-Update. Egal wann. Ja, das ist, keine Ahnung, werde ich nie erleben. Und Hallöchen, Karuka, kommst reingestürmt mit so vielen Herzen hier. Eigentlich fühle dich geherzt. Ja, und vor allem das, ich meine, das ist ja mal so das Lustige an der ganzen Sache, ne? Es gibt immer so viele, die darauf warten, dass das Spiel released wird, aber das ist doch eigentlich völlig scheißegal, ob da jetzt Early Access draufsteht oder ob das Release des Spiels oder sonstiges. Solange der Content erstens nachkommt und zweitens auch schon in ausreichender Menge vorhanden ist, ist es doch völlig Wurst, was da für ein Stempel drauf klebt. Das ist wohl wahr. Hauptsache, es macht Laune. Und es macht schon so lange Laune. Und selbst wenn es nicht released wird, Performance-Updates wird es ja auf jeden Fall irgendwann geben. Wo ist denn eigentlich unsere Dings hier hin? Unsere Dings? Wer ist Dings? Alice habe ich gesucht. Alice. Die gute Alice. Ist ja gut, hüpft da mal nicht so rum hier. Hat ja schon 8000 Lebenspunkte. Boah, ey, also bin hier, glaube ich, in 3 Jahren irgendwann mal mit dem Weg fertig. Braucht man sich auch noch nicht angucken. Also Mario muss jetzt noch nicht vorbeikommen, da ist noch nichts zu sehen. Hä, war das jetzt ein richtiger Stein hier? Das ist ein... Nee, das ist ein gesetzter. Das ist ein gesetzter Stein. So. Aber die sehen teilweise genauso. Die Kleine ist gleich fertig. Oh, ja. Warte mal, dann muss ich mal kurz vorbeikommen. Ich will dabei sein, wenn sie aufwacht. Und das ist zu spät. Nein, nein. Oh, verdammt. Ich komme trotzdem gucken. Change Name. So, Luna. 2. Genau, Luna die zweite. Mal gucken, wie lange Luna die zweite da ist. Ich hoffe ganz lange. Hallo. Oh.
So, bin auch am Start. Jetzt müssen wir die kleine Noah aus seinem Mini-Bunker hier rauskriegen. Hast du gesehen, was Ips geschrieben hat im Stream-Chat? Ja, auf jeden. Siehst du? Die Haarfrisur hier. Kann ich nachvollziehen. Diese Frise, ne? Ja, und hallo. Danke fürs Folgen, Danger. Also, ne, ich weiß gar nicht, was da los ist. Oh ja, Peter, das stimmt. Wenn ARK released wird und das Ganze dann auf CD rauskommt, also DVD, muss man ja sagen. Es wird ja dann auf einer DVD rauskommen, aber... Wird's nicht geben. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Also, ich glaube auch tatsächlich, dass der Trend immer weiter weggeht von irgendwelchen... Wobei ich aber sagen muss, der Download selber ist nicht so riesig. Die ganzen entpackten Dateien sind nur viele. Ja, und am Ende die Patches, die halt dann immer mal wieder kommen. Ja, also, aber da muss man halt durch, also... Alle 100 Jahre mal ein Patch, ja. Dann nach dem Release, also von daher... Ja klar, nach dem Release ist ja auch noch was anderes. CD74 von 82. Ja, legen Sie Diskette 2 von 2 ein. Und dann hat es einen Kratzer. Ja, genau. Das ist da oben. Hallo? Was ist das denn hier? Ganz viele Eier. WTF. Was ist da denn passiert? Keine Ahnung. Hä? Dodos? Ist da ein Dodo-Train lang geflogen? Hat der Y wieder gemacht. Oh Mann. Was ist das da? Die Post. Die Post mit dem gelben Kanarienvogel. Oh, da muss ich mal kurz gucken kommen. Schön, dass ich gerade schon wieder Richtung Friedhof gelaufen bin, der noch keiner ist. Ach, das war Übertreibung. Ich glaub dir das, ne, wenn du da schreibst. Das macht 500. Ja gar keinen Sinn, wie viele Add-ons sollen Hast das sein? Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? Ah, Hearts of Stone, genau. Alles klar. Hearts of Stone, ich überlege gerade. Ja, das war das zweite DLC von Witcher 3. Oh, Tino mit ihren schicken roten Haaren hier. Die neuen Haare, ja, cool. Ey, geil, ich muss meine Haarfrisur... Tino, hast du eine Schere mit? Es liegt eine in der Werkbank. Ja, aber weißt du, wenn Tino schon da ist? Der weiß, was da bei dir rauskommt, wenn Tino fertig ist mit dir. Du weißt, jeden, den sie bisher in der Mache hatte, der sah komisch aus. Der DHL-Ar hier. Auf jeden Fall. Ach, schön. Ach, es geht nur im selben Tribe. Okay, dann schneide ich mir mal eben schnell selber die Haare. Da muss ich auch mal gucken gehen. Gibt ja bestimmt für Kerle auch neue Haare. Wobei, ich ja sagen muss, die finde ich gar nicht so schlecht, weil das Problem ist, man muss die sowieso jedes Mal frisieren, sozusagen. Ja, aber die sehen hübsch aus. Ja, siehst du, da haben wir es schon. Ja, guck mal, Sandra geht ab, ne? Schöne Haare. Du hast die Haare schön. So. Die muss man mit der Schokolade holen. Oh, was? Mit der Schokolade? Schokolade? Schade. Was mit Schokolade? Achso, die man vom Zähnen kriegt. Also kann ich jetzt quasi dann hier nicht... Dann geht die gar nicht. Ja, das ist ja... Oh, schade. Also du kannst trotzdem mal die Haare schneiden bei dir. Sieht aus, ey. Ja. Nichts gegen meine Haare. Moment, ich schneide dir mal die Haare. Oh nein, du machst da nur Mist drauf. Nein, ich mach das voll. Clemens möchte auch die Frisur von Tino. Nein, okay. Clemens. Aber es hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Nicht. Wie konnte man denn jeden anderen Person die Haare schneiden? Ich weiß auch nicht. Jetzt. Jetzt? War der Winkel nur komisch? Ich weiß gar nicht. Das Romantic Hairstyle. Ach so, vom Valentine's Day Event. Warum kriegst du bei dem Wort Haarfrisur... Ach so, weil es doppelt gemoppelt ist, meinst du? Haarfrisur? So, hast mal wieder... Kopfhaarfrisur. Eine etwas kürzere Frisur. Ja, das stimmt. Ich will auch diese Frisur, die Tino hat. Dann brauchen wir noch die Ja, das Event gibt's doch gar nicht mehr, oder? Na toll, dann muss ich mir das anderweitig hier holen. Aber nicht jetzt. Hab ich deine Haare in der Tasche? Super. Ist doch super. Menschenhaar. Ja, mach was draus. Tino mit den Scheren hinten, auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, ich habe Steine mit, 39 Steine. Die Frisur kostet 5 Schokos. Und wer Anni kennt, die weiß, der weiß, dass Anni keine Schokolade hergeben wird. Auch nicht selten. Für eine neue Frisur. Selten. Auch nicht für eine neue Frisur. Ja, und gute Nacht, Utz. Mach's gut. Schönes Wochenende. Boah, man sieht den Weg ja mal gar nicht, ey. Ist das ätzend? Den müssen wir doch noch beleuchten. Ja, aber ey. Ich komme gleich mal vorbei und gucke mir mal an, Lampen mit. Was du gemacht hast. Nichts, das ist ja das Problem.
Ja, das ist ja nichts Neues. Ja. Das wissen wir doch schon. Ja, wahrscheinlich, wenn ich in den Grinder werfe die Haare, dann weiß ich nicht. Ich verfange sich da drin. Genauso wie ein Halsschal. Ein Schal kann man nur am Hals tragen. Nein, Sandra, man kann Schal auch woanders tragen. Du kannst den Schal auch ums Bein wickeln. Wenn du einen Wadenwickel machst, dann ist es ein Wadenschal. Um den Arm. Und Mario sagt zum Beispiel auch immer Fußzehe. Ja, wo ich korrekt. Mir immer denke, wenn er über seinen eigenen Körper redet, dann braucht er doch nicht Fußzehe sagen. Er hat keine anderen Zehen. Doch, habe ich. Wo denn? Habe ich noch nicht entdeckt, du Mutant, ey. Oh, Mario, der Mutant. Warum hast du auch keine größeren Steine genommen, sag mal? Mann, lass mich doch mal hier. Die Steine sieht man doch gar nicht. Oh. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Aber das ist schon okay für den Weg. Der wird hier nur ganz schön schmal. Mal ein bisschen weitermachen. Und außerdem vom Kanu aus sieht alles ein bisschen kleiner aus. Der ist so hoch, der Kanu. Ist gar nichts hoch. Wenn du hier langläufst, ist es ja noch weniger zu sehen. Mann, ich sag's doch, das ist halt kaum zu sehen, aber ich will da jetzt keine größeren Steine nehmen. Ja, wo ist denn überhaupt, wo geht denn überhaupt der Weg hier lang, sag mal? Noch gar nicht so richtig. Also hier, so, das war jetzt erstmal die Strecke. Der wird noch so ein bisschen... Wo machst du denn eigentlich nicht weiter nach hinten gebaut? Ich bin hier die Friedhofsarchitektin. Ja, nix Architektin hier. Da ist, ist der Weg doch hier oder der Friedhof hier mitten auf dem Platz. Hier hinten hätte man so viel Platz gehabt, einfach hier so rumschlängeln und Bäumchen. Ich kann den doch immer noch schlängeln. Büsche und keine Ahnung. Geht doch, kann ich noch machen. Aber wie viele Grabsteine willst du denn hinstellen? Also ich wollte zu viele. Ich wollte jetzt nicht vorsorglich schon wieder noch Platz einplanen für die nächsten 500 Tiere. Doch, ich schon. Ich wollte das. Oh. Genau, Marklücke, Wadenschal. Siehste, erkannt. Ja, ich sag's ja. Der gute Wadenschal. Der geht hier immer nur noch geradeaus nach oben. Mann, was ist mit der Kurve? Da kommt jetzt die Kurve. Bleib doch mal ganz geschmeidig. Kurve. Ey. Ich baue dich ja gleich in eine Kurve. Kurve. Geh mal weg da. Stehst im Weg. Das erkennt man überhaupt gar nicht hier in dem Gebüsch. Nee, stimmt. Dann bring mir große Steine. Bau doch selber große Steine. Bring mir Steine. Nein, bau selber Steine. Los. Du darfst auch mal mein Laufbursche sein, hallo? Nein. Doch. Das bin ich die ganze Zeit schon. Hast du jetzt Lampen mitgebracht? Nein. Hast du überhaupt mal was gemacht? Ich muss erst mal gucken, was überhaupt entsteht. Komisches Zeug. Außerdem bin ich die letzten 1000 Arkstunden schon ein Laufbursche. Jetzt reicht's mir langsam mal. Bis langsam mal Pflücke. Pflücke. Oh Mann, ey. Also theoretisch. Theoretisch. Ja, und gute Nacht, Kryptos. Mach's gut. Ich mir jetzt selber große Steine. Ja, bitte. Warum verfolgst du mich? Ich ins Haus wollte, Entschuldigung. Was willst du hier? Sag mal. Ist ja nicht wahr. Ach, große Steine, ey. Ach, ich glaube, der Server speichert gerade. Ich sehe gerade nichts vom Inventar. Jetzt. Huch, ja. Ja. In der Tat hat er es getan. Dann brauche ich jetzt noch mehr Steine. Ja, ich werde immer nur fertig gemacht, ne, Karuka? Egal, was ich mache, es wird immer nur kritisiert. Ein Elend. Hallo, du hast immer gesagt, das sieht man kaum. Und dann sage ich, das sieht man kaum und dann nur... Hättest du mal ein nettes Wort übrig haben können. Ich hätte nur gedisst. Nein. Dann lass ich dich bauen, weißt du? Und dann, wenn es fertig ist, sage ich dann... Das hätte aber anders gekonnt. Dann sagst du, ja, stimmt. Und dann heißt du kritisierst mich nur. Ja, du kritisierst mich auch nur. Ach, hallo, Quetzi-Ei. Themawechsel. So ein Medium-Rock hier. Mal gucken. Oh, ich treffe heute wieder nicht die Tür. Aber Clemens, du gingst mir ja schon vor dir. Diese Steine sind zu schwer. Zu schwer. Außerdem kann man Anni ja wohl nicht mit dir vergleichen, oder? Das, ne? Also bei dir ist Hopfen und Malz verloren, Clemens. Allein schon, weil du die ganze Zeit immer von dir behauptest, dass du ein Pro-Gamer bist. Also wer sich selbst so belügen kann, ne? Also der lebt fernab jeglicher Realität.
Jetzt bin ich natürlich runtergesprungen. Hätte ich gleich einen anderen Dings einparken können. Rollentausch bei Ark, das wär's ja, ey. Mario mal so verpeilt wie ich, das kriegt er nicht hin. Das kann man nicht schauspielern, das geht einfach nicht. Es sei denn, ich habe irgendwann mal 3-8 im Turm und spiele Ark, aber selbst wahrscheinlich dann nicht Mario mal. Völlig betrunken bei Ark, oh je. Nee, selbst dann nicht mal. Ja, diese Steine werden keine leichten sein, ey, also hier, Diese Kritik auch nicht. Ja, ich guck mal, was das wird hier mit dem Friedhof. Also ich werde mir jetzt nicht komplett von Mario reinreden lassen, um Gottes Willen. Kommt man da hin? Komplett reinreden, das klingt ja so, wenn ich alles kritisiere. Ja, du kritisierst ja auch alles. Hallo, ich habe dich damals auch gelobt für die Deko, die du gebaut hast auf dem Friedhof, ja? Ah, das hast du schon wieder vergessen. Ja, habe ich. Ja, ich weiß. Wo ist denn Bonnie hin? Bonnie. Der steht wahrscheinlich vor der Tür, immer noch. Da, wo du geparkt hast. Ich packe erstmal die ganzen kleinen Fruchtkirchen ein. Jo, mach mal. Nicht, dass sie irgendwann mal wieder hier davon flattern. Ja, ja, mein Gymnastikball an die Tür klingt, aber dieser Gymnastikball ist ja jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr irgendwo hier in der Wohnung. Ja. Wo ist denn eigentlich gelandet, sag mal? Ich hab den entlüftet. Ich habe die Luft da rausgelassen und dann habe ich ihn irgendwo verstaut. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wo der... Ist der im Keller gelandet? Ich weiß es nicht. Mann, ey, ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz nee, hier. Ich glaube, der ist draußen. Ich glaube, der ist draußen im Flur irgendwo. Zusammengefaltet in irgendeiner Ecke. Helios braucht auch mal einen neuen Sattel hier. Das geht ja nicht. Das war ja ein viel zu großer Stein. Scheiße. Ja, die baut hier... Ich habe Mist gemacht. Hinkelsteine hin. Ja. Mal kurz hier Flugtier umparken. Dann muss ich jetzt hier was anderes bauen. Dann wird das noch kein Friedhof, dann wird das erstmal ein Steingebilde. Hä? Was? Warum? Wie? Darum. Lass mich machen. Lass mich doch einfach mal mich kreativ hier austoben. Nicht kreativ austoben? Ja, ich möchte das. Gucken, was das wird. So, ist schon passiv. Ist egal hier eigentlich. Nee. So, mal gucken. Ich stelle die jetzt mal alle wieder auf passiv. Na, gucken, wie lange. Boah, die stehen aber auch echt scheiße im Weg, muss man sagen, ne? Ja. Da habe ich leider echt die falschen Steine gebaut. Man, ich weiß schon, warum ich die vorne in die Bude gebaut habe. Da habe ich gedacht, diesmal, ja, jetzt hier so ein Medium Rock und kannst vergessen, die Dinger sind ja riesig. Ja, bei Valhalla waren aber auch die ganzen Gräser und so weiter nicht so hoch. Das ist ja halt auf The Center ein bisschen anstrengend. Ja, ist wirklich tatsächlich so, dass sie hier etwas riesig sind. Ja, und dadurch sieht das einfach auch nicht mehr so cool aus. So, okay. Die sind eingepackt, da fehlt jetzt noch. Fehlt noch jemand hier, oder? Ach, hier links fehlt noch. Dingens. Lightning. Der gute Lightning. Wahrscheinlich falle ich hier gleich wieder von der Klippe. Ich kenne ja mein Glück. Schade, dass man mit den Tierchen hier nicht rückwärts laufen kann. Das würde noch fehlen. Ja, okay, allein geparkt. Und wehe, die fliegen wieder durcheinander hier. Dann, niemals. Dann aber... was ist denn jetzt schon wieder? Hier ist irgendjemand. Wer ist denn hier? Ist eine Rauchbombe. Ja. Ups. Oder wer? Oder Tinu? Ja, irgendwer fliegt da schon wieder hoch. Man hat es gerade noch gesehen. Was ist hier los? Meine Sicht wurde vernebelt. Anni wurde eingestinkert hier da hinten. Ja, toll. Da sieht man's. Großartig. Ich sehe nichts mehr. Ah, so wird meine Arbeit boykottiert hier. Hallo? Ja, und dann heißt es wieder, du schaffst es nicht. Ja, eben. Hier mit dem Auftrag, den du hast. Ja, ja, Tinu, das sagen sie alle. Ja, ja, Ibsen. Ich glaube hier nichts ungesehen. Nichts. So.
Ja, irgendwer war das. Irgendwer hat mich hier eingeräuchert. Wäre Alex on, hätte ich gesagt, Alex ist es. Tja, aber der ist ja auch nicht on, oder? Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht geschaut. Ja, Yps auf jeden Fall. Tino behauptet immer, dass sie nicht, das nicht gewesen ist. Die Unschuld vom Lande, ne? Also hier, bei Nacht und Nebel erkennt man aber auch nicht, dass hier Steine sind. So, also ich habe hier auf jeden Fall so ein, naja, so eine Gedenkstätte. Ich weiß noch nicht, was das für eine ist und wem wir da huldigen, aber das ist halt so ein Gedenkstein. Ich weiß noch nicht, was aha, für einer. Gucke, der Alex ist nämlich doch on. Ah, toll, Alex. Na, super, großartig. Da kommt dann ein Grabstein rein, oder was? Mann, nein. Das ist halt gar nicht für ein Grabstein. Das ist einfach jetzt mal Deko hier. Deko, kennst du sowas? D-E-K-O. Nee. Nee? War mir klar. Ich habe noch 28 von diesen blöden großen Steinen. Wer schießt hier? Ich weiß es nicht. Ich war es nicht. Ah ja. Ja, die kleinen Steine beten zum Großen. Nein, Mann, das ist einfach nur Deko. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich fand das schön. Wenn ihr das nicht schön findet, dann ist das euer Problem. Ja, und ich kann buchstabieren, ob man es glauben möchte oder nicht. Ich glaube das nicht. Ah, Tür zu. Ich brauche andere Steine. Wahrscheinlich habe ich wieder viel zu wenig Steine jetzt hier. Na, natürlich. Natürlich. So, wo ist denn die Werkbank? Ich guck mal mit rein. Was denn da so los ist? Was haben wir denn schönes bauen können? Ja. So, was können wir denn schönes bauen? 1000 Millionen Bäume, da haben wir ein paar am Start. Ich würde eh sagen, dass wir hinten den Originalbaum weghauen und ein paar eigene Dekobäume hinbauen. Mhm. Ich muss ja mal gucken, Medium Rock war zu groß. Aber der ist bestimmt auch viel zu groß. Na, wir hatten damals ja bei dem... Wir hatten die kleinen, wir hatten die River Rocks. Und die sieht man hier aber nicht. Und diese Small Rocks gehen auch nicht, oder was? Die sind zu klein. Die habe ich auch gebaut. Die sind genauso klein. Das ist halt richtig nervig. Die sind alle zu klein. Leider. Was ist denn hier mit dem hier? Na, der ist größer. Welcher ist denn das? Na, Small... Was ist denn das hier? Small Rock 2? Nee, Mossy... Mossy Cave Rock. Na. Small oder normal? Bö. Nee, warte mal. Hä? Hebt nee, es gibt mal, hier gar keinen. Hebt einfach mal auf. Small Mossy Cave Rock. Der ist ja sehr groß dafür, dass er small ist. Ja. Na, dann baue ich davon ein paar. Der gute Höhlenstein. Was ist denn hier schon wieder los? Sollen die alle Mossy sein? Nee, ne? Oder, also der Einfachheit halber... Mach, wie du lustig bist. Und Hallöchen, nein doch, oh. Der Louis. Oh, Louis. Und Hallöchen auch Sebi. Nein doch, oh. Ach ja. So, mal gucken. Echte Kultfilme. So. Plopp. Plopp, 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 plopp.